als Königsdisziplin gilt für die Deutschen die Ingenieurskunst, vor allen Dingen, wenn es um ihre Autos geht. Doch der gute Ruf, der bröckelt. Sind wir da noch Weltspitze oder sind wir schon überholt worden? Das bespreche ich jetzt mit Robert Halber von der Baader-Bank. Schön, Sie hier zu sehen. Ich grüße Sie. Herr Halber, also wenn wir mal schauen, im Verbrennerzeitalter waren Mercedes, VW, BMW Weltspitze. Jetzt ist das E-Zeitalter, Elektromobilität da und die Chinesen haben uns schon auf der Überholspur überholt? Das noch nicht. Wir haben nach wie vor natürlich gerade unsere Autowerte haben natürlich von der Premium-Klasse immer noch einen Weltruf, das ist ganz klar. Aber natürlich holt China definitiv auf, weil China ja beides macht. Sie setzen ja auf E-Mobilität, aber sie wollen auch den Verbrennermotor weiterentwickeln, zum Beispiel mit den Soft-Fuels, ja, also diesen alternativen Antriebsbrennstoffen. Und das ist natürlich dann schon Herausforderung für Deutschland und ganz klar für den Massenmarkt. Ein Auto aus China ist deutlich, deutlich günstiger als ein Auto in Deutschland. Und die jetzigen Autos, die aus China kommen, haben ja nichts mit den japanischen Modellen der 70er Jahre zu tun. Die sind schon relativ gut ausgereift, das muss man sehr klar sagen. Also à la bonheur, dass die Chinesen können auch was. Wenn wir mal auf ein aktuelles Ranking gerade schauen, langfristig gesehen ist Tesla da noch vorne. Aber wenn man auf die Innovationskraft schaut, was da gerade so passiert, was es für Veränderungen gibt, dann ist Geely auf Platz 1, VW und BMW sind auf 3 und 4 immerhin, Tesla weiter hinten und Mercedes fast abgeschlagen. Dazwischen sind ganz viele asiatische Autohersteller. Muss man im Prinzip schon sagen, dass wir so langsam, wenn es um Innovation geht, abgeschlagen sind? Wir haben da unsere Probleme. Wir müssen also wieder Kohlen auflegen, um es so zu sagen. Wir müssen wieder Fahrt aufnehmen. Das passt zu den Automobilen, um gerade, wenn wir auch teurer sind und wenn wir eine Legendenhaftigkeit immer noch im deutschen Automobilbau haben, das auch weiterentwickeln können. Das ist sehr wichtig. Aber dazu sind eben die Umstände eben auch beim Wirtschaftsstandort Deutschland halt wichtig. Aber natürlich lassen auch deutsche Autobauer ja mittlerweile weltweit produzieren. Aber eigentlich muss man sagen, was machen die Deutschen, weil die ja lange Zeit führend waren. Wo kommen die da wieder zum Vorschein? 3 und 4 klingt gut, Platzziffer, aber eigentlich müssen wir 1 und 2 haben. Ja? Es ist einfach so, weil das ist ja unser Steckenpferd, das können wir. Man kann zwar lange von der Substanz leben, aber eben auch nicht zu lange. Wir bauen immer noch tolle Autos, das muss man sehr klar sagen. Aber wenn die Konkurrenz größer ist, muss man sich noch mehr anstrengen. Und wie sagt man das im Tennis? Es ist relativ einfach, Wimbledon zu gewinnen, aber man muss es jedes Jahr gewinnen. Dann ist es wirklich gut. Vor allen Dingen muss man aber auch sagen, es kostet wahnsinnig viel Geld. Volkswagen will in den kommenden 5 Jahren 120 Milliarden Euro für Entwicklung, Forschung ausgeben. BYD zum Beispiel, ein chinesischer Autobauer, bekommt alleine auch schon vom Staat 3,4 Milliarden Subventionen. Das heißt, die chinesischen Autobauer haben einfach schon mal diesen Rückenwind. Wäre das auch etwas, was man in Europa überdenken müsste? Oder eigentlich geht das ja gar nicht von der EU aus. Ja gut, es geht um Waffengleichheit. Ich denke auch, die Chinesen werden mehr Geld reinpumpen als nur die von Ihnen genannte Summe. Man kommt ja nicht die Nase ran. Ja? Ich meine, da ist es ja Blackbox in China, sind wir ganz ehrlich. Und man muss auch sehr klar erkennen, wenn eben andere Länder in Europa haben ja auch eine Autoindustrie. Wenn man hier angegriffen wird mit Subventionen, muss man auch seitens der EU sagen, dann müssen wir eben auch mit gleicher Münze heimzahlen. Dann müssen wir eben auch diese Förderung machen. Das bringt ja nichts, denn die Alternative wäre ja, wir würden dann diese chinesischen Fahrzeuge mit Zöllen belegen, wo sofort der Bumerang kommt, die Retourkutsche, und die Chinesen dann auch deutsche Automobile dann oder europäische Automobile mit Zöllen belegen werden. Das kann nicht die Lösung sein. Da muss man sagen, wenn die ganze Welt, das sehen wir auch in Amerika in Form einer Wirtschaftsförderung, dann müssen wir da mitstinken, dann müssen wir da mitmachen. Aber das Geld muss wirklich zielgerichtet sein, nicht in Schnickschnack. Es muss wirklich in Innovationskraft investiert werden. Und der Staat sollte nicht planwirtschaftlich den Autofirmen reinfunken, denn das haben die nicht gerne, das hat kein Unternehmen gerne. Sagen Sie vielleicht nochmal, was könnte Deutschland konkret tun? Also man muss Geld investieren und sagen, wichtig ist auch den Verbrennermotor
weiterzuentwickeln, nicht nur auf E-Mobilität setzen. Das haben wir, glaube ich, nicht richtig gemacht, weil diese Soft-Fuels, diese alternativen Antriebsmittel oder diese Kraftstoffe, andere Länder machen das ja auch, weil sie vielleicht gemerkt haben, dass eben nicht, vielleicht, das kann man streichen, die E-Mobilität nicht so einfach umzusetzen ist mit der Verfügbarkeit und Batterieleistung und so weiter. Also sollten wir genau zweigleisig fahren. Wir Deutschen haben immer die Eigenart, etwas dann einfach abzugeben. Aber man muss sich auch sehr klar kennen, der Verbrennermotor, das war ja unser Steckenpferd, das hat uns groß gemacht. Und ich sage immer, das ist aufzugeben, wäre so, als würde Casanova sagen, ich kastriere mich selbst. Das sollte man bitte nicht machen. Also es ist wichtig, dass man auch das weiterentwickelt, das können wir auch. Und bitte nicht so viel Zeit ins Land gehen lassen. Aber ideologisch darf niemals eine Wirtschaftspolitik so sein, dass sie das da nicht will. Also man muss schon, wenn weltweit die Verbrennermotoren auch wieder gefragt sind, mit anderen, wie gesagt, Kraftstoffen, dann müssen wir da mitmachen. Sonst fallen wir weiter zurück. Das sollte man in Berlin gehört haben. Und das aber auch in Zeiten, wo die Ampel eh schon jeden Euro zusammenkratzt für ihre Projekte. Sollte man da Autobauern noch unterstützen? Wovon hängt unser Wirtschaftswachstum denn ab? Wir können ja schlecht sagen, wie es sparen wir. Und die Folge davon ist, dass wir ein paar Jahre noch weiter zurückgefallen sind auf der Skala der weltweit stärksten Wirtschaftsnation. Nein, das muss man durchaus machen. Da kann man auch gerne ein Sondervermögen von machen. Und ich bin auch zum Beispiel der Meinung, eine Schuldenbremse, die würde ich sofort aufgeben unter der einen Bedingung oder zwei Bedingungen. Das Geld geht in die Wirtschaft. Und die zweite Bedingung, der Staat hält sich mit seinen planwirtschaftlichen, quasi sozialistischen Befruchtungen zurück. Der Staat soll nicht entscheiden, was die Unternehmen machen, wie auch die Autokonzerne. Das sollen die Autokonzerne selbst machen. Und ich glaube, sie haben gemerkt, dass der Verbrennermotor durchaus auch wieder eine Zukunft hat. Sagt Robert Halber von der Baader Bank. Vielen Dank, dass Sie hier an der Frankfurter Börse zu Gast waren. Und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter, hoffentlich auf der Überholspur. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann abonnieren Sie doch jetzt auch den Kanal.